Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Inazuma 11 Go Schatten Let's Base. Ich bin Ritalin, ihr schaut über Games for You. So. Na komm. Ba-ba-ba, es geht weiter heute. Wir haben ja gegen die Golden Oldies gewonnen. Glücklicherweise. Geht zur Mannschaftsbesprechung. Ach, Moment, dann machen wir es uns einfach und gehen direkt per Port hin. So, die ist da oben natürlich, wie immer. Uns wird ja nichts geschenkt. Kurz mal gucken. Ach, topfit sind wir natürlich, passt. Du, 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 du. Schade, dass die Türen nicht von alleine aufgehen. Ehrlich gesagt, das fehlt mir ein bisschen. Ich würde einfach frei durchlaufen, ohne Ladezeiten, oder hast du nicht gesehen? Drüben ist die Mannschaftsbesprechung, das sieht doch vielversprechend aus. Wie ihr alle wisst, spielen wir im ersten Spiel der Hauptrunde des Saints Way Turniers gegen Luna Sea. Die Hauptrunde findet im Roulette Park statt, einem Gelände mit mehreren Stadien. In welchem Stadion man antritt, wird erst ganz kurzfristig ausgelost, wir erfahren es also erst am Spieltag. In allen Stadien gibt es Vorrichtungen, die das Spielgeschehen beeinflussen, was das jeweils ist, wissen wir leider nicht. Trainer Travis hat aber gesagt, dass Luna Sea mit Fifth Sector unter einer Decke steckt und deshalb alle Details kennt. Was? Das ist nicht fair! Ich weiß, und noch was, Luna Sea soll über eine Spezialtechnik verfügen, die sie noch nie eingesetzt hat. Eine geheime Technik. Das ist doch aber nur ein Gerücht, oder? Je weiter wir im Turnier kommen, desto unzuverlässiger erscheinen mir viele Infos. Mach dir keine Sorgen. Es stimmt, dass bei dem Turnier einige ganz unangenehme Gegner auf uns warten, die im Dienst von Fifth Sector stehen. Aber es sind keine darunter, die ihr nicht schlagen könnt, wenn ihr zusammenarbeitet. Werdet ihr immer eine Chance haben. Verstanden, Trainer. Dann bereiten wir uns mal gut vor. Wir treffen uns auf dem Trainingsplatz. Wir müssen uns jetzt auch Gedanken um die Anfangsformation machen. Wenn ein Tor spielt, muss ein anderer Verteidiger raus. Gabby, was ist? Das mit der Abwehr solltest du dir ganz genau überlegen. Die muss nämlich gegen Luna Sea bestens organisiert sein. Das hat er wohl gehört. Macht und Machenschaften. Unser erster Gegner ist die Luna Sea Military Academy und im Roulette Park soll es Fallen geben. Ob das wirklich stimmt? Gehe zum Trainingsplatz. Okay, machen wir natürlich. Können wir leider nicht importen. Du, andere Treppe, neuer Weg. Hat ja ganz gut geklappt. Irgendwas stimmt mit Aitor nicht. Aber ich weiß ja auch nicht. Machen wir weiter mit dem Training. Die Rede ist so komisch. Die Stimme ist so total einschläfernd, finde ich. Fertig, Aitor? Der ist so geil, ey. Aitor, was ist los? Das war Gabi. Er hat das Bein stehen gelassen und ich... Okay, Moment mal. Ich hab doch nichts gemacht. Mensch, Gabi. Wir haben bald ein wichtiges Spiel. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, so hart einzusteigen. Lasst ihn in Ruhe, bitte. Mir ist nichts passiert. Ich setze mich einfach kurz hin, um mich ein bisschen zu erholen. Keine Sorge, Gabi. Das passiert, wenn man nicht aufpasst. Mach dir nichts draus. Halt, bleib hier! Aitor, warum bist du überhaupt an der Raimon? Bist du ein... Was denn, Gabi? Sag doch bitte, ich verstehe dich gar nicht.
Na gut, sag ehrlich, bist du ein Imperialer? Wie bitte? Bist du einer von Fifth Sector? Bist du hier, um Raimon Ärger zu machen? Das glaube ich nämlich. Ach so, jetzt verstehe ich. Ja und? Antworte mir. Na gut. Ja, Volltreffer. Ich bin ein Imperialer. Was? War nur ein Witz. Verstehst du keinen Spaß? Das ist das Beste, was du machen kannst, ey. Den Gegner verunsichern. Lustig ist es jedenfalls nicht. Was hat der Kerl hier nur vor? Ich kann mir ja vorstellen, was. Aber das kann ich den anderen nicht sagen. Noch nicht. Ich frage mich... Was denn, Trainer Evans? Wie? Auch nichts. Ich denke über unsere Strategie gegen Luna Sea nach. Ach so. Ich hatte da eine Idee. Warum fragen wir nicht Herrn Sharp? Der Kapitän hat gesagt, Luna Sea und Royal Academy spielen ziemlich ähnlich. Herr Sharp ist doch Ihr Freund, nicht wahr? Ich könnte wetten, dass er eine Menge guter Ratschläge für uns parat hätte. Guter Plan, Arian. Lass uns mit ihm sprechen. Jude. Sprich mit Trainer Sharp an der Royal. Da können wir wieder hinporten. Wunderbar. So, gleicher Ort, anderes Let's Play sozusagen. Waren ja heute in der Lichtfolge auch hier. Schön ausweichen den Ganoven. Ich bin mal gespannt, ob wir relativ weit kommen, ohne wirklich in 5 gegen 5 Spielen zu trainieren. Ein bisschen nervös macht mich das alles hier schon. Hui, mich auch. Ihr wollt also ein paar gute Ratschläge für euer Spiel gegen Luna Sea? Ja, wir sind für jeden Tipp dankbar. Warum spielen wir nicht einfach ein Freundschaftsspiel gegeneinander? Luna Sea setzt auf Spezialtaktiken, die unseren ziemlich ähnlich sind. Da sollte eine kleine Partie doch aufschlussreich sein. Und wenn ihr gegen Luna Sea zeigt, dass ihr unsere Techniken verstanden habt, dann, ach los, spielen wir einfach ein Match. Bereite dich auf dein Spiel vor. Ich würde sagen, wir speichern vorher sicherheitshalber mal. Bevor wir uns da dem Match widmen. Wunderbar, klappt ja. Raymond, 23 bis 25, nee, das geht auch so. Setze Ricardo ein Tor, Gabby und Wandy ein. Müssten eigentlich eh alle drin sein, also von daher, das passt. Ich weiß nicht, warum ich denn da... Gabby, Wandy, ein Tor und Ricky, das sind alle drin. Wenn ihr zeigt, dass ihr unsere Techniken versteht, dann... Ach los, lasst uns einfach anfangen. Also, noch öfter kann er das nicht sagen, ne? Bupp. Nochmal gegen die Royal Academy antreten. Gucken, was sie von uns fordern. Das ist also die generalüberholte Royal Academy ohne Imperiale. Scheint eine überragende Mannschaft zu sein. Wan Chang, ich soll dir was von Gabby ausrichten. Hä, und zwar? Er will nur, dass du dich endlich mal anstrengst, damit er nicht ständig für dich mit absichern muss, weil du zu lahm bist. Entschuldigung. Was? Dieser Mistkerl Gabby, wenn du was zu sagen hast, sag es mir wenigstens ins Gesicht. Aber was? Das habe ich doch gar nicht. Moment, hast du mit Eintor gesprochen? Lass Eintor aus dem Spiel, es geht um dich. Du bist ein schlechter Mannschaftskamerad. Wan Chang, nimm das nicht für bare Münze, was Eintor dir erzählt. Du und ich, wir müssen zusammenhalten. Ha, die Raymond-Spieler scheinen sich ja
blendend zu verstehen und das sogar schon vor Spielbeginn. Gabby, konzentrier dich jetzt einfach aufs Spiel. Oh, es geht sogar richtig los. Fersengeld. Zwei Tore schießen wäre halt schon nicht schlecht. Rufen wir Lancelot mal. Wie hoppla, du Vogel. Gretchen. Durchsetzen. Klappt natürlich nicht. Malstrom, dafür haben sie dafür keine weiteren Stärken, sage ich jetzt mal. Gut. Versuchen wir es mit dem Fortissimo. Vielleicht haben wir ja Glück. Uns reicht. Meteorblock. Wir hatten gehalten. War ja fast klar. Gretchen. Gut. Versuchen wir mal zu heben. Hatten auch gehalten. Gretchen nochmal, von Kaiser diesmal. Hat nicht geklappt. Gretchen. Perfekt, wunderbar. Und jetzt schießt er mal so. Und hoffentlich reicht es gegen den Meteorblock. Nee, müssen wir richtig schießen. Gretchen. Gibt's doch gar nicht. Hat er drei Leute quasi ausgeschaltet. Sehr gut. Und jetzt lauf auf ihn zu, Mann. Das ist scheiße. Wir haben nicht mehr genug Kampfgeistpunkte, um da den reinzumachen mit einem Kampfgeistschuss. Hoffentlich sind wir nah genug dran, dass da... Nee, scheiße. Selbst mit Kampfgeist ist es sauschwer. Wir holen mal Maestro raus. Gabi... die haben uns ausgetrickst. Komm hier, Flammengriff. Okay, kein guter Schuss. Das ist gut für uns. Wie viel Zeit haben wir denn jetzt noch? Ich denke genug. Machen wir mal einen Himmelsturm. Ah ne, wir können Donnerschlag schon machen. Das ist gut. Gar nicht richtig. Haben wir das letztens erst gelernt oder was war das? Keine Ahnung. Oh, aufgehalten worden. Aber Ricky wird sich durchsetzen, hoffe ich. Macht er auch, sehr gut. Jetzt müssen wir nur nah genug rankommen, um den Hyperharmonie-Schuss zu machen und dann hoffentlich mit 1-0 in Führung gehen jetzt. Hoffnung stirbt zuletzt, bekanntermaßen. Und er geht rein, wunderbar. Tor. Perfekt. Die Führung ist da, die müssen wir jetzt nur halten. Halbzeit, okay. Das darf so nicht weitergehen. Gut gemacht, weiter so. Wenn das mal nicht schlagfertig ist. Überquere mit dem Ball die Linie. Okay. Hoffentlich kriegen wir nicht irgendwie ein Tor reingepfeffert. Das wäre alles andere als gut. Bumeranglupfer machen wir mal. Und versuchen uns durchzusetzen. Wunderbar, das hat geklappt.
Ihre Abwehr ist ein Hühnerhaufen. Leute, Strategie Delta 3 initiieren. Verstanden. Eintor, hau ab. Diesen Bereich decke ich ab. Konzentriere dich lieber mal aufs eigentliche Spiel, Gabby. Oh nein, Gabby ist geschlagen. Mist, er hat mich ausgespielt. Unsere Verteidigung ist in der Tat unsere größte Schwachstelle, deshalb wird Luna Sea auch genau da den Hebel ansetzen. Typisch Jude, dass er unsere Probleme sofort erkannt hat. Energienetz, vielleicht klappt's ja. Und das sieht gut aus. Uff, wie machen wir das? So mal hier hinzupassen und auszuweichen. Das hat nicht ganz so geklappt, wie ich es erhofft habe. Erz-Pegasus rufen wir jetzt erstmal, beziehungsweise nur Pegasus. Bringen das immer wieder durcheinander. Wunderbär. Nochmal Energienetz. Das ist gut gelaufen gewesen. Schattenakrobat natürlich. Vielleicht kriegen wir hier ein Tor rein. Drücken wir uns mal die Daumen. Er versucht sich. 2-0. Sind wir ein bisschen mit Sicherheit gesegnet worden. Wunderbar. Weiterspielen. Start. Grätschen. Nochmal probieren. Machen wir nochmal Schattenakrobat. Wir haben ja genug GP über. Vielleicht haben wir ja Glück. Jetzt haben wir keine TP mehr. 16. Minute und 3-0. Sehr gut. Tor! Recht so, Leute! Wer braucht eine Abwehr, wenn es mit der Offensive klappt? Ricky, das Tier. Leider Kampfgeist jetzt verloren. Macht aber nichts, denke ich. Grätschen wir rein. Das hat gut geklappt. Nochmal grätschen. Hat nicht geklappt. Da können wir mal was probieren. Und das klappt wiederum. Der hat, glaube ich, schon... Ja, hat er. Super. Wasserwalze hat er. Ich habe gedacht, er kann Dampflok. Hat er irgendwie was verpasst. Aber von mir aus auch das. Und jetzt hier, Cobra-Kanone. Dafür, dass wir eigentlich klar unterlegen sind, funktioniert sehr gut. Ich meine jetzt vom Level her. 4-0. Perfekt. Weiterspielen. Noch 5 Minuten. Haben wir nicht. Gretchen. Bräuchte irgendeinen mit einem Weitschuss. Gretchen. Oh ja, X-Zirkel, ist ja klar. Gleiches Abpfiff. Digi-Scan. Okay, es wird vielleicht noch so 1-2 Sekunden gebraucht, dann hätten wir noch was machen können, wenn wir Glück gehabt hätten. So, jetzt nicht, aber gewonnen ist gewonnen. 4-0 ist auch ordentlich. Eine unerklärliche Niederlage, ja, ja. Na, das gab aber auf jeden Fall dicke Level. Digi-Scan hat der Dicke auch gelernt. Royale Handschuhe haben wir bekommen. Und die normalen Royal Schuhe.
Danke, Jude. Dieses Spiel hat die Defizite unserer Mannschaft klar aufgezeigt. Stimmt. Deshalb habe auch ich eine Entscheidung gefällt. Ich werde Raimon trainieren. Was? Das würdest du wirklich tun? Das ist ja toll. Ich möchte mit diesem Gefallen an Hillman einen Beitrag leisten. Ich weiß nämlich, wie schwer eure Gegner ab jetzt sind. Für uns ist der Verlust unseres Kommandanten ein schwerer Schlag. Besonders in dieser Phase unserer Aktivitäten. Aber ich habe Verständnis. Wir haben in diesem Spiel gesehen, dass ihr die Hilfe des Kommandanten dringend nötig habt. Naja, danke. Ich sehe, dass du es nicht einfach hast, Mark. Da kann ich nicht anders als zu helfen. So wie damals, als du Kapitän von Raimon warst. Das weiß ich zu schätzen, Jude. Gut, wir müssen los. Ich bin sicher, wir werden wieder mal gegen Royal Academy antreten. Ich kann nicht glauben, dass Herr Sharp uns trainieren wird. Das ist wirklich aufregend. Hui, es macht mir aber auch ein bisschen Angst. So, ich würde gerne die Aufstellung mit euch durchgehen. Kommt also bitte alle in den Besprechungsraum. Endlich, ich bin gespannt, wer dabei ist. Am problematischsten sind momentan Garcia und Cazador. Die beiden musst du gut im Auge behalten. Ich weiß, wir brauchen eine stabile Verteidigung. Da hilft es nicht, dass die beiden überhaupt nicht zusammenarbeiten. So, dann würde ich aber sagen, haben wir viel erlebt in der Folge. Wir speichern an der Stelle. Ich bedanke mich für immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.